Recht herzlich willkommen zur sechsten Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir wollten uns um Strom kümmern, haben wir gesagt. Lass mal weiterlaufen. Und ich sehe gerade, dass wir hier ganz viel Sandstein irgendwo reinpacken müssen. Also hier würde ich mal sagen, Sand war das. Und Sandstein ist nicht nährstoffreicher Boden. Ist das organisch? Nee, Rohmaterialien, Sandstein, da ist es. Okay, dann haben wir das auch drin. Geht wieder. Aber hier oben, verschmutztes Wasser muss noch weg. Hier sind wir noch nicht weiter. Wir müssen mal gerade die Prio heben, denke ich mal. Vor allem, dass die Leiter fertig wird, falls jemand auf die Idee kommt, das schon fertig zu machen. Okay, wir kommen da gar nicht hin, sehe ich gerade, weil das schon zu weit gebaut ist. Warte mal, dann machen wir das anders. Brechen das hier gerade mal ab. Genau, dann brechen wir noch das Graben abbrechen. Ja, okay, geht auch so. Abbruch. 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 So, dann sollten sie da so hochkommen, ne? Ja, denke ich schon. Dann sollte es wieder gehen, wenn das einer macht. Okay, er kann da runterklettern hoch, alles gut. Dann muss aber die Leiter noch weiter gemacht werden. Die kriegen ziemlich viele nasse Füße da, das vielleicht nicht so ideal ist. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Okay, die Leiter wird gemacht, das ist schon mal gut. So, was ist mit Strom? Prio 6 haben wir. Wieso macht keiner Strom? Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon angepackt. Das ist schon alles soweit gut. Forschung. Haben wir Forschung. Ja, sollte auch laufen. Weil kein Strom, keine Forschung. Ganz einfach. Dann müssen wir die Prio mal auf 7 machen. Und gucken, dass da einer das macht, oder? Ja, wir haben auch viel zum Aufräumen hier, ist auch klar. Es gibt kein Licht, da gibt es auch kein Licht, deswegen wächst hier nichts. Was haben wir denn mit Essen? Essen geht. Haben wir denn überhaupt Tische zum Essen irgendwo? Ja, hier, 4 Stück. Aber wir sind ja schon 5, oder? Ne, sogar 6. Das sollten wir vielleicht noch das ein oder andere Möbelstück dazu nehmen. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade alle aufräumen, aber sie sind auf jeden Fall hier am Arbeiten. Das ist schon mal gut. Okay, okay. Jetzt, das ist ja Sandstein. Graben wir das noch weg. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das nachher machen. Was ist das hier? Dünger, okay. Ja, lass sie da erstmal hochgehen. Okay, da wird die Wand gebaut. Und die Leiter wird gebaut. Das ist mit Sauerstoff hier unten schwierig, ne? Warum wird kein Strom gemacht? Und wo war er jetzt? Da unten. Okay. Okay, lass erstmal weiterlaufen, gucken wir uns an. Irgendwie kriegen wir das noch hin. Okay, jetzt wird natürlich hier alles gemacht. Das Becken zum Beispiel auch. Ja, lass erstmal das soweit fertig kriegen. Da wird auch gebaut. Sauerstoffproblem. Wie sieht das denn hier so aus? Es ist insgesamt hier unten relativ wenig Sauerstoff. Warum wird jetzt nicht? Ja, müssen wir dann nochmal höher machen, oder was? Wann macht da einer was? Das ist die Frage, ne? Jetzt wird hier das erste Steinchen gemacht, naja. Oder? Ja. Das nächste läuft.
Ja, wir kriegen das Becken gleich fertig, ne? Da wird aufgeräumt. Okay, aufräumen ist immer gut. Hier ist bestimmt schmutziges Wasser. Genau so ist es. Strom gibt's noch nicht. Achso, warte mal. Dann machen wir mal das Lichtoverlay gerade an. Und das bedeutet ja, wir sehen es jetzt nicht. Weiß nicht, Leute, aber ich glaube, diese Lampe kann am Ende zerlegt werden. Ja. Gut. Wir müssen da noch weiter graben machen. Machen wir weg. Und dann bauen die das schon, ne? Ja, geht. Die sind am Essen. 2, 4, 6 Betten haben wir schon, das 7. gemacht. Wo machen wir einen weiteren Schlafraum? Weil irgendwann kommt einer und ach, hier können wir dann weiterbauen, ne? Machen wir mal ein Möbelstück hin und bauen schon mal auf jeden Fall das Bett hier hin. Machen wir so, ne? Schleuse dahin. Ups. So, dann haben wir das auf jeden Fall fertig. Und sollten vielleicht hier sagen, mach das so. So, dann ist das auch machbar. Er holt Sand oder sie. Okay, hier unten ging es schon zügig voran, wie wir gerade sehen. Das bedeutet, das können wir alles weg jetzt machen. Leiter ist da. Und Freizeit ist dran, oder was ist dran? Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, genau, das wissen wir. Da muss noch was passieren. Aber hier wird noch produziert von der Alge, ja, ne? Ja, von dem Terrarium. Hier muss einer sauber machen. Ne, das war's. Unbedingt. Wie sieht die Prio aus? Da ist noch was sauber zu machen, macht er aber nicht. Sonst sieht erstmal das mit Keimen okay aus. Läuft soweit. Drei laufen runter, wo laufen die hin? Ne, zwei laufen dahin, okay. Es wird auch weiter aufgeräumt, auch gut. Und Nacht fängt an. Unzureichend haben wir eigentlich Fertigkeiten, Zeitplan. Haben wir das passend? Ja, haben wir. Einer für Nachtschicht und wir haben dann noch einen Platz frei. Das ist also richtig. Sie baut jetzt hier die Decke in der Nacht. Also alles gut. Er ist noch am Essen, die zwei. So, da wird die Decke fertig gebaut. Läuft. Okay. Ja, das ist okay so. Ich weiß nicht, ob das... Aber das eine wird von oben gemacht, das andere könnte von unten gemacht werden, ne, oder? Gehe ich von aus. Ist hier Schleim? Ja, hier ist Schleim. Da ist der erste Schleim. Da müssen wir also aufpassen, dass wir da nicht zu weit rüberkommen. Und das würde ich sagen, machen wir höchstens bis dahin. Und lassen das erstmal so sein. Okay, jetzt geht sie schlafen und die anderen werden wach. Hier muss noch dringend sauber gemacht werden. Jetzt haben wir nur eine Toilette, weil die zweite nicht sauber ist, ne? Hm, ist nicht so schön. Und da hat es ein Level abgegeben, oder? Gut, hier unten wird jetzt weitergemacht. So, bevor wir das da unten, sag schon, da müssen wir nochmal machen. Machen wir so und erhöhen die Prio und dann soll das hier fertig werden. Habe ich die Prio jetzt richtig gemacht? Ne, ne? Ne. Machen wir gerade die Prio so. Strom läuft immer noch nicht, ne? Also hier wird jetzt auf jeden Fall fertig gemacht. Da die Prio immer noch nicht so ist mit dem Rad, machen wir sie jetzt auf 9.
Und hier unten wird fertig gebaut. Und hoffentlich auch aufgeräumt. Und jetzt wird auch Strom gemacht, wenn es auf 9 steht, ne? Wie weit sind wir denn hier? Okay, kommt. Das Bett ist aber auch noch nicht fertig. Priorisieren wir natürlich mal auch gerade besser. Wenn jemand auf dem Boden schläft, ist das nicht so besonders gut, ne? Und jetzt läuft da die Pumpe wieder. Das heißt, hier wird es auch wieder voller. So, jetzt ist das... Ah, guck mal, da wird auch gebaut durch die Wand, oder wie sehe ich das? Und es wird auf jeden Fall Sauerstoff produziert, das ist das Wichtige. Ah, hier wird er jetzt noch nicht fertig gemacht, oder was? Hier kommt er aber, ne, oder? Will ich hoffen. Ja, ihm ist kalt, weil er durchs Wasser gelaufen ist, wahrscheinlich. So, ist der Strom wieder weg. Ah, nur weggerissen, nicht gebaut. Das macht er jetzt. Ne, er räumt auf. Ja. Sie macht's fertig. Okay. Die Frage, reißen wir es von unten ab oder von oben? Schwierige Frage, ne? Erst muss das hier weg. Hier sitzt noch ganz viel drin, ne? Kommen sie gar nicht dran, weil die Leiter nicht tief genug geht. Ne, mach mal nicht. Mach das mal wieder weg. Die können nachher hier runtergehen und das machen, denke ich. So, er dreht da. Sie forscht da, das ist wichtig. Jetzt ist wieder kein Strom mehr da. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Akku, kann er sein. Aber wohl, das wird ja nicht voll, ne? Wird sofort verbraucht. Wir brauchen ein weiteres Hamsterrad. Und das müssen wir machen. Ich würde es jetzt mal hier so hinbauen, oder? Und dann machen wir gleich die Leitung da dran. Und hoffen, dass wir da Rohstoffe für haben und das geht. Hier pumpen wir jetzt ab. Wir werden es gleich sehen, dass es fertig wird. Will ich hoffen. Okay, da fehlt der Boden. Oxid war da, okay. Hier wird jetzt weitergearbeitet. Sehr interessant. Wir haben doch hier die Prio sitzen. Wie sieht es denn jetzt mit Sauerstoff so aus? Okay. Ein bisschen besser geworden, weil die Pumpe läuft. Und hier der Sauerstoffdiffusor. Und hier sind die natürlich schwierig dran, weil keine Luft da ist, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt hier auch weitermachen mit neuen Behältnissen. Machen wir mal 3 mehr. Ist das Bett schon fertig? Ja. Okay, kann nämlich nicht mehr lange dauern, dann kommt da jemand. Wie sieht's mit Essen aus? Okay, das Licht läuft. Diese Lampe muss noch abgerissen werden. Kann sein, dass da niemand hinkommt. Um die abzureißen. Aha, da ist unser neuer Duplikant, oder? Hilfspaket Slickster Eye. 3-mal. Ne, wir wollen Duplikanten. Kochkunst und Stärke, Kreativität und Kochkunst. Medizin bei beiden erhöht. Geschwindigkeit der Badnutzung gesenkt. Kann Bauaufträge nicht durchführen. Blase erhöht, kleine Blase, Kalorien gesenkt. Also das ist, der pinkelt nachher irgendwo hin und ist dann unzufrieden. Was macht er dann? Fressattacken. Kaum bauen, kann Bauenaufträge nicht durchführen. Das ist egal. Kann aber kochen. Ich glaube, dieser Duplikant ist der bessere. Allergische Reaktion auf Doom, bloß das würden die niesen dann.
Kreativität, keimresistent erhöht, ist natürlich gut. Das mit der Kochkunst weiß ich nicht, aber 3 Stärke ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Kann dann mehr tragen. Komm, drucken mal. Dann müssen wir den Zeitplan hier für diese Person einholen. Bird ist das. Bird kriegt jetzt diesen Zeitplan mit. Und dann ist das schon mal erledigt. Und dann gehen wir auf die Prioritäten und gucken, was Bird da kann. Hier haben wir 3 so. Aufräumen. Kochen. Kochen haben wir allerdings schon jemanden, aber ist nicht schlimm, wenn da einer mehr kann. Vielleicht macht Bird mehr aufräumen. Dekor braucht nicht. Und ja, Versorgung und Lagerung. Machen wir mal einen höher und dann läuft's erstmal. Ja, lass mal so. So, hier muss noch was passieren, Leute. Ich weiß nicht, ob das weniger wird, dieser Kurve größer. Könnte sein, ne? Strom ist auf jeden Fall da, die Lampe ist immer noch nicht abgebaut. Zerlegen habe ich gar nicht gemacht, glaube ich. Ich habe nur Ausschalten gemacht, kann das sein? Naja, wird schon werden. Da wird auf jeden Fall aufgeräumt jetzt. Das dauert ewig, bis das weg ist hier, ne? Okay, hier wurde leicht tiefer gearbeitet. Das Rad kann auch bald gebaut werden. Strom ist schon fast bis dahin. Warte auf Lieferung Kupfererz. Haben wir kein Erz mehr, kann das sein? Dann sollten wir vielleicht hier nochmal tätig werden. Und da ziehen wir noch die Leiter ein Stück tiefer. Da ist natürlich auch noch Wasser drin, ne? Tausend Kilo Wasser. Wird das hier jetzt weniger oder nicht? 18,8, 18,8. Ne, es wird mehr Wasser, oder was? Komisch. Ich dachte, mit einer Pumpe fördert man das da raus und nicht da rein. Naja, aber das muss jetzt hier noch weg. Die Behältnisse sind natürlich immer noch nicht da. Gefüllt. Boah, jetzt sind beide Toiletten verstopft. Macht das keiner? Ja, da müssen wir mal gerade priorisieren, damit das da passiert, dass das gemacht wird, ne? Die machen sich ja gleich in die Hose, wenn da einer nichts macht. Was hier schon passiert ist wahrscheinlich. Das ist ganz schlecht, vor allem geht's in unser sauberes Wasser rein, ne? Ja, da haben wir schon verschmutztes Wasser jetzt drin, ne? Ah. Das ist aber ganz schlecht jetzt. Das bedeutet, wie kriegen wir das da raus? Gar nicht. Dann können wir jetzt hier die Pumpe definitiv abstellen. Prio hoch. Weil das ganz schlecht jetzt war. Hat eine Sauerei gemacht. Ja, die nächste Sauerei. So ein Shit aber auch. Wegen den Toiletten, weil die nicht gereinigt werden. Wer ist denn dafür zuständig? Keiner? Muss doch einer Klempner arbeiten, nehmen wir sie umschalten.
keiner fühlt sich dafür zuständig. Jetzt ist da, ja, jetzt wird's erst gemacht, zu spät sozusagen. Desinfiziert wird jetzt. Ja, hier ist das Wasser trotzdem schlecht jetzt. Das ist nicht gut. Das ist ganz schlecht. Ja. Dann graben wir hier nochmal weiter. Okay. Oh, hier das nächste. Jetzt ist das Wasser ganz versaut. Aber das hier oben ist ja sauberes Wasser, oder? Schnell aufwischen hier, bitte. Und Prio ändern. Nee, so. Flüssigkeit vorhanden, 8,1 Tonnen. Hat da Keime drin, ne? Holen wir die Keime da raus. Ja, kannst du vergessen. Das ist ganz schlecht jetzt gelaufen, ne? Das bedeutet, wir ändern das hier mal gerade. Da, ach so, wir müssen erst die Leiter abreißen. Ach so, das soll noch weg hier. Warum passiert denn das nicht? Prio zu niedrig oder was? Dann brech mal ab. Okay, das wurde jetzt natürlich abgebrochen. Hier ist die nächste Sauerei zugange, also das ist jetzt richtig doof, ne? Wischt irgendwer was auf? Nee, ne? Keine Forschung ausgewählt, die müssen wir auch noch machen. Komm, wenn, dann machen wir jetzt Medizin. Das ist erstmal der wichtigste Schritt wahrscheinlich hier, ne? Und dann große Batterie vielleicht als nächstes. Medizin brauchen wir jetzt hier mit den Keimen das Problem haben, ne? Das ist echt doof. Ah, was machen die jetzt hier? Nix? Räumen wir das weg hier. Und die Forschung hat jetzt den Steingelbrecher und den Brennofen gebracht, ne? Ja. Okay. Das bedeutet hier wieder aufräumen. Hier aufräumen. Mit Prio 9. Wenn die das da mal wegkriegen würden, ne? Dauert ewig. Hier ist auf jeden Fall das Material abgebaut worden. Ja. So, Forschung mal abgeschlossen. Kolonieerfolg errungen. Okay, den können wir uns mal gerade angucken noch. Zack, von der Währung im Umland. Alles klar. Das ist ja schön, ne? Gut, ne, da. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Keime loswerden, ne? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht, dass das so läuft. Sandstein. Und Sandstein war der, das heißt, wir können den nächsten auch schon mit Sandstein füllen. Okay. Hier wischt auch keiner, weil niedrige Prio wahrscheinlich. Okay, der Haufen ist jetzt schon mal endlich weg. Das
bedeutet, wir ziehen da jetzt mal eine Wand rein. Gut, okay, ich sehe aber schon, wir sind schon wieder viel zu lange unterwegs. Ist halt ein fesselndes Spiel, muss man ganz einfach sagen. Gut, wir sind weiter bemüht, halt jetzt dann das Wasser erstmal klar hier zu trennen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das filtern hier und die Keime loswerden. Ist natürlich doof, dass das passiert ist, aber was willst du machen? Ja, warte, nochmal den Wischer, weil da ist noch was. Bevor das da auch noch runtertropft. Das ist natürlich hier unser Hauptweg nach unten, oder einer der Hauptwege nach unten und geht ins Wasser. Das war eine schlechte Idee, das so zu bauen. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, lassen wir es erstmal soweit. Wir gucken nächstes Mal weiter, dass wir dieses Becken fertig kriegen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, falls ihr noch keins habt, gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Macht euch die Glocke an, damit ihr das nächste Video, was ich hochlade, mitkriegt. Und Kommentare wie immer herzlich willkommen, damit wir darüber reden können. Ne? Alles klar, bis dann. Tschüss.